Hallo zum Testcheck, diesmal mit Kai und... mir, Markus, denn Henry und Nino haben diesen Monat irgendwie keine Zeit oder was. Oder Schweinegrippe. Man weiß es irgend sowas. Egal, sie sind auf jeden Fall nicht da und das ist gut für uns, dann können wir uns diese wunderschönen Spiele hier anschauen. Zum Beispiel Boomblox 2. Boomblox Smash Party. Ja, ich weiß, Boomblox 2 halt. Ich mach da nicht mit bei diesen komischen Titeln, immer mit Untertiteln und dergleichen mehr. Zum Spiel. Ich mochte ja schon den Vorgänger sehr gern, auch wenn den wahrscheinlich außer mir keiner gekauft hat, denn verkauft hat sich das Ding ja nicht so toll. Und jetzt gibt's mehr vom Guten. Nach wie vor gibt's hier so tolle Gebilde und man schmeißt das Ding dann ein und hofft, möglichst viele Punkte dabei zu machen. Ja, und es gibt jetzt auch diese coole Zwillenfunktion, wo du halt den Block wie mit einer, wie nennt man das, Spatzenschleuder? Steinschleuder. Auf die anderen Blöcke draufschießen. Wie in unserer Jugend, ne? Sehr schön. Ja, im Spielprinzip selbst hat sich halt nichts getan. Es gibt nach wie vor so Challenge-Modi und Puzzle-Modi und dergleichen mehr. Aber ja, ist gut. Ja. Insgesamt 400 Levels oder irgend sowas. Und ja, da gibt es einiges zu tun. Ja, man hat lang Spaß damit. Und was halt das Ding wirklich auszeichnet, ist die geniale Physik. Muss man wirklich mal sagen. Es ist immer nachvollziehbar, was da passiert. Und es schaut halt einfach auch nett aus, ne? Und ganz, ganz wichtig, der Schwerpunkt liegt diesmal auf dem Mehrspieler-Modus. Das heißt, du kannst kooperativ durch die Levels ballern. Mit zwei Zwillen sozusagen. Ja, sozusagen. Und es gibt außerdem noch einen Editor, wo du deine eigenen Challenges bauen kannst und die sogar online hochladen kannst. Online, mit der Wii, tatsächlich. Richtig, mit der Wii. Hei, hei, hei. Soll's geben. Ja, selten, aber es gibt's. Ja, und wir bleiben gleich auf der Wii und spielen Let's Tap. Ja, wollen wir das wirklich spielen? Also, ich ja eher weniger. Ich spiele das ja quasi unbewusst schon die ganze Zeit in irgendwelchen langweiligen Meetings, trommel ich auch immer so mit den Fingern und mehr braucht es halt bei dem Spiel ja auch nicht. Ne? Ich habe das gesehen auf der Tokyo Game Show beim letzten Mal zum ersten Mal im letzten Jahr und dachte mir, was wird denn das? Und jetzt ist es endlich fertig und ein bisschen Spaß macht's schon. Ja, aber ich meine, okay, erklären wir mal das Prinzip für die ganzen Unwissenden da draußen. Du legst deine Wiimote irgendwie auf einen Pappkarton oder irgendwas anderes und trommelst, um das Spiel zu steuern. Genau, und wenn man zum Beispiel dann hier draufhaut auf die Pappkarton, wo die Wiimote drunter liegt oder drauf liegt, dann laufen die Männchen halt und springen. Ja. Und da gibt es halt jede Menge Minispiele, die von dieser Steuerung profitieren. Um genau zu sein. Ja. 5 ist mehr als 1 und damit eine Menge. Wie gesagt, es ist kurzzeitig ganz lustig, aber ich finde, das ganze Ding hätte man auch als WiiWare-Download-Spiel veröffentlichen können. Richtig, wollte ich gerade sagen, weil 30 Euro sind doch ein bisschen happig für das Ding. Allerdings, ja. Naja, und bleiben wir doch mal auf der Wii. Sag mal, Wii-Invasion diesen Monat. Es ist Marbles und hat bestimmt auch noch einen Untertitel, oder? Balance Challenge. Ach, tja, das ist mal ein Name, der sagt, was es ist. Das ist der Nachfolger von Kororinpa, wenn ihr das irgendwas sagt. Natürlich sagt mir das was. Ja, natürlich. Sagt jedem geneigten Wii-Benutzer, was der gerne mit seiner Wii mal vom Fernseher ist und die rumkippt. Das tust du auch beim Nachfolger wieder. In insgesamt 200 Levels. Und es funktioniert halt ganz gut. Ja, ist auch gar nicht schlimm. Also ich fand Kororinpa schon ganz okay, bis auf den bescheuerten Namen. Spiel das hat sich ja jetzt erledigt. Ja, daraus haben sie mal gelernt. Also echt ganz nett. Wer Monkey Ball gespielt hat, kennt natürlich das Ding schon, aber warum nicht? Und ganz, ganz wichtig, du kannst auch mit dem Balance Board spielen. Mein größter Wunsch. Ja. Dann kann ich das immer wieder abstauben. Ja, wie dieses andere Kugelspiel vor Monaten. Was war das? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Das mit der anderen Kugel. Ja, egal. Auf jeden Fall, das hier geht auch mit Balance Board. Dafür gibt es 100 extra Levels. Und außerdem haben wir auch hier wieder einen Editor mit Online-Funktion. Tatsächlich, das scheint die neue Mode zu sein. Ja, das macht mir Angst. Wer soll das alles spielen? Dann rollen wir doch mal weiter, oder? Ja, verlassen wir jetzt die Wii eigentlich mal? Ja, die verlassen wir jetzt. Aber wir kommen wieder zurück, oder? Besser wird's nicht. Moment mal, Pac-Mania, das habe ich doch schon mal gespielt. Ja, das könnte daran liegen, dass es das als Live-Arcade-Titel gibt. Ja, und dass ich vielleicht schon so alt bin, um das Ding original in der Spielhalle gesehen zu haben. Das kann natürlich auch sein. Namco hat sich gedacht, wir haben ja diese ganzen Live-Arcade-Titel draußen von unseren Klassikern. Packen wir die doch alle auf eine Disc und nennen das Ganze Namco Virtual Museum Arcade. Ah, das sind quasi die ganzen Xbox Live Arcade-Dinger nochmal zusammen und auf Disc dann. Genau, irgendwie. 30 Klassiker, mehr oder weniger gut, für knapp 30 Euro.
Was ja schon im Vergleich zu der Xbox Live Arcade dann billiger wäre, oder? Ja, wäre es schon. Allerdings muss man sich halt die Frage stellen, brauche ich die wirklich alle? Weil wenn ich mir so die Sahnestückchen rauspick, dann komme ich vielleicht auf, keine Ahnung, 15 Euro. Ja, okay, so Pac-Mania zum Beispiel gehört wohl dazu. Ist ja ein gutes Spiel. Was ist denn sonst noch so dabei? Es gibt noch die Pac-Man Tournament Edition. Es gibt Pole Position. Es gibt Galaga und Dig Dug zum Beispiel. Dig Dug. Na, warum nicht? Aber du hast ganz recht. Bisschen viel Geld für alte Software, ne? Ja, so ein bisschen. Ja, also ich würde sagen, aber das gilt es nur für mich, es gehört in Museum, aber nicht in die Konsole. Das hast du dir doch lang ausgedacht, Kai. Ja, richtig, daran habe ich den ganzen Tag gefeilt. Wusste ich's doch. Ja, gehen wir doch mal weiter. Und landen schon wieder auf der Wii. Hurra! Bei Neopets Puzzle Adventure. Und ja, jetzt erzähl doch mal, Kai, Neopets. Ja, ich habe mir da einen richtig geilen Trailerspruch ausgedacht, falls das ein Kinofilm wäre. Pass auf. Von den Entwicklern von Puzzle Quest und dem Publisher von Resident Evil kommt Neopets Puzzle Adventure. Sehr schön. Der Entwickler von Puzzle Quest, das wäre doch, wer war das, 3D oder, nee? Keine Ahnung. Aber das hast du ja einfach so ausgedacht. Aber das ist doch jetzt hier... Nee, das mit den Entwicklern stimmt schon. Echt? Ja. Ist aber dann ein bisschen Rückschritt jetzt hier, so ein Reversi. Naja, sie haben auch wieder eine Story drumherum gebastelt und, naja, ist halt auch wieder so ein Knobelding. Ja, aber weißt, ich als größter lebender Puzzle Quest Fan schau mir jetzt das hier an. Weiß nicht. Naja, so geht's mir auch bei Puzzle Quest, wenn ich ehrlich bin. Hey, Friedrich. Ungläubiger. Ja, wie gesagt, Neopets, passiert da noch was anderes oder ist das wirklich nur, gibt es da mehrere Minispiele oder bleibt es bei diesem Reversi-Ding da? Ja, es ist dieses Reversi-Ding. Ja, macht halt, wenn überhaupt, dann zu zweit Spaß. Und selbst da? Und selbst da nicht so richtig. Naja, nee, ich meine... Ohne uns, oder? Oder darf ich dich heute Abend auf eine Runde Neopets Adventure bei mir daheim einladen, Kai? Ich habe schon was vor. Wusstest du. Muss ja, noch komm. Aufräumen, staubsaugen, irgend sowas. Den leeren Pfandflaschen wegbringen. Ja, Pfanddosen, ganz wichtig. Jetzt aber, jetzt wird's schön. Jetzt wieder ein Aufguss und wieder eine... Wieder! Ja, und wieder eine, wo man sich fragen kann, ob man braucht. Aber falls es tatsächlich noch Leute geben sollte, die Pikmin auf dem GameCube damals nicht gespielt haben, für die gibt's jetzt eben in dieser Neuauflagen-Edition von Nintendo Pikmin 2. Und... ich mag das. Weiß auch nicht. Ja, ich meine, es ist halt im Prinzip genau dasselbe wie auf dem Cube, außer dass du jetzt deinen Cursor mit der Wiimote steuern kannst. Was ja nicht das Schlechteste ist. Ich finde, gerade die Pikmin-Dinger sind gut gealtert. Ja, kann man schon so sagen. Es gibt ein paar Gamecube-Spiele, die würde ich heute jetzt nicht mehr spielen wollen. Und bei Pikmin geht's, finde ich, gerade noch. An was sich halt stören kann, ist natürlich der Knuddel-Look. Der ist sicher nicht jedermanns Sache. Aber mein Gott, die Leute müssen halt dann Overlord spielen. Was sich gar nicht lohnt, ist, wenn man das Spiel schon für einen Cube hat, das nochmal zu kaufen. Nee, das stimmt. Weil es ist halt echt genau dasselbe. Aber, was ganz interessant ist, Pikmin 2 für einen Cube kostet auf dem Gebrauchtmarkt irgendwie, keine Ahnung, 60 Euro oder so. Was? Und die Wii-Version kostet knapp 30, also... Warum ist das so teuer? War das so selten? Ja, wahrscheinlich. Komisch. Aber wie gesagt, wert ist es auf alle Fälle. Also die 30 Euro, die 60, weiß ich nicht. Wenn man es noch nicht kennt, kann man sich auf jeden Fall anschauen, denn schon so eine kleine Genre-Revolution war das damals. Gab es in der Machart noch nicht vorher. Und ich würde sagen, bleiben wir doch einfach mal auf dem Wii, oder? Ja, da waren wir schon so lange nicht mehr. Ja, nämlich mit Sam und Max. Sam und Max, das ist was für alte Männer wie mich, die noch das allererste Sam und Max Hit the Road auf dem PC gespielt haben. Super. Und das ist quasi die Nachfolgeserie, die es ursprünglich nur zum Download für den PC gab von Telltale Games und die wurden jetzt zusammengefasst auf eine Disc und die gibt es als Season 1 sozusagen komplett auf der Wii und wunderschön, gut synchronisiert, witzig, ohne Ende, super. Einfach ein schönes Adventure. Es soll ja Leute geben, die sagen, dass das Adventure-Genre tot ist.
ja, die Leute haben offenbar keine Wiederheimstimme. Da wüssten sie, dass es sehr, sehr lebendig ist. Nicht zuletzt dank sowas hier. Es ist nämlich eigentlich das Zeichen, dass eben nicht nur deutsche Entwickler Adventures auf der Wii machen, also die berühmten Geheimakte und dergleichen mehr, sondern halt auch internationale Leute. Und Sam & Max ist das beste Beispiel dafür. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Das ist echt lustig. Allein dieser Imbissbesitzer, dieser Bosco, der jedes Mal in einer anderen Verkleidung dasteht, zum Totlachen. Oder diese Ratte, die hier wohnt, die total gemein ist. Ach, und der Hase, der immer nur Blutbäder anrichten will, auch wenn sie mir jetzt nicht so ansieht. Blutbäder? Blutbäder, ja. Okay. Er reißt gern Köpfe ab und dergleichen mehr. Er ist echt lustig. Ich muss sagen, wenn ich eine Wii hätte, hättest du es mir jetzt verkauft. Siehst du mal, so einfach geht es. Ja, wirklich, kann ich nur empfehlen. Sam und Max können alles. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Bier. Für die PS2, ja. Ja. Ja, ist so ein Ding, also... Oh, pass auf, Nino hat mich gebeten, hier an dieser Stelle im Testcheck unbedingt darauf hinzuweisen, dass es auf GamePro.de jetzt den Anime-Channel gibt. Wo just das Thema Naruto 1 ist, das besprochen wird und auch größer behandelt, als wir es im Heft jemals könnten. Ne? Und deshalb sei hiermit der Hinweis gesagt, auf GamePro.de gibt es jetzt den Anime-Channel und da findet man Naruto und Konsorten mit einer 14-tägigen Webshow, Akibataru. Alles super. Unbedingt reinschauen. Wow, ich finde, das sollten wir publik machen. Also alle Anime-Fans sofort auf GamePro.de surfen. Unbedingt. Aber was ist mit dem Spiel? Was ist mit Naruto? Das ist halt so ein PS2-Gekloppe. Technisch jetzt nicht unbedingt auf der Höhe. Und auch spielerisch eher mau, würde ich sagen. Also da gibt es gerade in der unendlichen Naruto-Serie doch deutlich bessere Spiele. Ja, zumal wir ja für die großen Konsolen, sage ich jetzt mal, für PS3 und Xbox 360 gibt es ja inzwischen auch Narutos, klar, nicht aus der Shippuden-Reihe, Logo, aber halt auch welche. Ne? Und die schauen dann schöner aus und sind hübscher. Aber man darf nicht unterschätzen, wie viele Leute eine PS3 daheim stehen haben, die das bestimmt gerne spielen. PS2. PS2, Entschuldigung. PS3. Siehst du mal, wo die bei mir im Kopf schon gelandet ist. Außerdem, wer unbedingt Shippuden spielen will, muss halt hier zugreifen. Ja, stimmt. SBK09 Superbike World Championship. Moment mal, ja. Das K steht für Championship. Ja, Superbike. Superbike. Ja, ja, genau. Egal, Motorradfahren, hä? Ja, ist auch scheinbar eine unendliche Reihe. Das wievielte ist das jetzt? Nicht das neunte. Nein, nicht das neunte. Haha. schon eins der vielen, ist ja der große Konkurrent zum MotoGP. Der THQ-Serie und holt offenbar auch auf. Das sieht immer besser aus. Also gerade optisch gefällt es mir sehr gut. Wie ist es denn spielerisch? Naja, es ist halt Motorradfahren. Also ja, die Physik ist wohl ganz in Ordnung, soweit ich das gesehen habe. Bin ja kein großer Rennspiel-Fan. man auch in der Geschmacksfrage im Heft lesen kann. Ja, aber das Spiel selber scheint ganz in Ordnung zu sein. Es sieht auf alle Fälle hübsch aus. Und ja, warum nicht, ne? Ich glaube, dass es mir keinen Spaß macht, auf einer nassen Straße zu fahren, ist ein gutes Zeichen für alle Rennspielfans. Das macht niemandem so richtig Spaß. In echt zumindest nicht. In so einem Spiel mag es einigermaßen gehen. Ja, aber wenn man auf Realismus steht und so, dann lassen wir das. Ja. Und schon wieder wie? Ja, und schon wieder ein Rennspiel, Kai. Du magst doch keine Rennspiele. Naja, das hier geht gerade so. Ja, weil die halt so süß sind. Nee, weil es ein ganz, ganz dreister Mario Kart-Klon ist. Das ist nicht das Schlechteste, ehrlich gesagt. Von den guten Lernen ist nie verkehrt. Das hier ist My Sims Racing und da hat man sich offenbar bei EA gedacht, My Sims, quasi die Sims für kleine Kinder, läuft so super, was es ja auch tut. Da machen wir jetzt auch noch ein Rennspiel dazu, einen Clown dabei, dreist bei Mario Kart und los geht's. Und wir lassen mal die Grafik weg. Ja, das ist nämlich das große Problem. Es sieht erstens mal nicht besonders hübsch aus. Das kann man auch nicht schönreden mit, ja, das ist halt der Look von My Sims. Nee, es ist einfach nicht hübsch. Ruckelt auch an diversen Stellen unangenehm, was beim Rennspiel eigentlich tödlich ist. Und dann ist es einfach ein bisschen uninspiriert. Klar, das sind die ganzen Charaktere aus den My Sims-Spielen drin. Der König zum Beispiel. Und die Mumie. Und die Mumie. Die ist super. Ja, wir haben es alle gespielt, My Sims Kingdom, danke. Aber... Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Mario Kart und My Sims Racing, würde ich dann nach wie vor zu Mario Kart greifen. Selbst wenn ich alles schon freigeschaltet hätte bei Mario Kart, was ich nicht habe übrigens. Ne? Muss man nicht haben. Was man noch erwähnen kann, das Ding ist kompatibel zum GameCube-Controller. Oh. Was nicht das Schlechteste ist.
und zum wie Lenkrad. Naja. Ja, sind sie das nicht alle irgendwie? Ich mein, wahrscheinlich, ja. Es ist auch kompatibel zur Wii Angel, wenn man die nur richtig rumhält. Also, und dem Wii Lichtschwert. Zum Beispiel. Ey, das ist nochmal Electronic Arts mit Grand Slam Tennis. Auch und, wieder auf? Auch wieder ein Wii-Spiel. Ha, wer hätte das gedacht? Kleine Besonderheit, es unterstützt jetzt schon Wii Motion Plus, richtig? Richtig. Da gab es übrigens so ein geiles japanisches Video dazu. Da hat die Japanerin ständig Wii Motion Plus gesagt. Super. Sehr gut. Nützt denn was? Naja, die Bewegungen sind schon so ein bisschen natürlicher als bei Wii Sports Tennis, aber naja, das ist genau das Spielprinzip. Das ist Wii Sports Tennis im Prinzip. Du steuerst deine Figur nicht selbst, sondern machst halt nur die Schlagbewegungen. Das ist ein bisschen mau, ne? Das hatten wir ja nun schon mal. Ja, irgendwie schon. Ich bin da ein bisschen skeptisch und bevor ich jetzt mich entscheide, welches Tennisspiel auf der Wii ich in Zukunft und in Ewigkeiten spielen werde, warte ich nochmal, bis Virtua Tennis 2009 kommt, die Wii-Version, denn die wird ja auch Wii Motion Plus unterstützen. Richtig, und die soll richtig, richtig gut sein. Warte mal lieber bis nächsten Monat. Der hat es mich leider nicht mehr geschafft. Wir haben zwar die großen Versionen da, aber die Wii-Version halt nicht, ne? Und außerdem, ich meine, Wii Sports Tennis hast du ja schon zu Hause. Ja, aber das mag ich nicht so. Ja, richtig. Deswegen brauchst du auch Grand Slam Tennis nicht. Weil es ja genauso ist. Du hast so recht, Kai. Ja. Nachher in die Ecke argumentiert. Schüttle die Wii-Fernbedienung. Und das Nunchuck, ja, das ist Wolverine. Also genauer gesagt X-Men Origins Wolverine. In der Wii-Version. Gibt's auch für die PS2. Und da sieht's genauso aus. Also nicht so hübsch wie für die anderen Konsolen. Wie ist es denn? Ist es das gleiche Spiel oder gibt es neue Levels? Oder? Es hat bis auf die Hauptfigur und die Thematik eigentlich nichts mit den anderen Versionen zu tun. Was sehr schade ist, denn die großen Versionen waren ja durchaus gut. Richtig, und das hier ist durchaus Schrott. Schlecht. Ah, es hat schon. Naja, ist halt einfach lieblos, oder? Offenbar. Ja, es ist verdammt lieblos runterprogrammiert und. Es macht halt keinen Spaß. Du hast ständig irgendwelche Fehler im Design und ja, komisches Gefuchtel, was auch nicht konsequent genutzt wird. Also wer die Wahl hat, sollte eher zu den anderen Versionen greifen, würde ich sagen. Wer nicht die Wahl hat, sollte sich es trotzdem zweimal überlegen, bevor er... Wer nicht die Wahl hat, sollte gar keins kaufen. Ha! Das ist mal gegeben, den Wolverine. Ja. Hoffentlich findet er dich nicht. Außerdem frage ich mich, warum das Ding ab 18 ist. Stimmt, da passiert ja überhaupt nichts. Also ich meine, da spritzt ein bisschen Blut, aber es fliegen jetzt keine Körperteile oder sonst was. Trotzdem ist ab 18. Versteh's, wer es will. Kenn ich aus Prinzip. Das kann natürlich sein. Da hat sich die USK also gesagt, na, die großen Versionen haben wir nicht freigegeben, dann kriegt das eine 18er-Version. Freigabe. Ja. Aber nachdem es ja eh eigentlich lieber keiner kaufen soll, ist es ja egal, welche Altersfreigabe es hat. Völlig egal, aber trotzdem sinnlos. Naja, weiter. Ui, ein Cowboy, Kai. Ich mag Cowboys. Ja, ich eigentlich auch, aber Damnation, PS3, 360, mag ich nicht. Nicht so? Erzähl ich, habe immer bloß Tobi zugesehen, wie es so gespielt hat und dachte mir immer, ja, das ist eigentlich... Könnte schon gehen. Cowboy, der rumspringt und schießt und so. Geht naja, doch. Mal abgesehen davon, dass er ziemlich steif rumspringt und schießt, sieht's auch, ehrlich gesagt, bescheiden aus. Also, das wirkt auf mich so ein bisschen wie die Unreal Engine 3. Kann das sein? Möglich, ja. Naja, und es ist halt, es hätte so ein geiles Spiel werden können. Ich meine, ein Cowboy... So leichtes Zukunftsszenario. Ja, ja, so ein bisschen Steampunk. Und aber sie haben's halt versaut. Ja, wie gesagt, ich habe bloß Tobi zugeschaut, aber was ich so gesehen habe, war so dumme Gegner, also wirklich dumme Gegner. Richtig. Die immer die gleichen Muster haben. Ja, gut, wie du schon sagst, richtig. Ja, hier, es läuft der hinter den Gegner. Ja, das ist kein Gegner. Achso, sei der Kumpel, okay. dann ist er entschuldigt. Ja, aber die Gegner tauchen zum Beispiel plötzlich aus der Luft auf. Das sieht man jetzt auch gleich. Ich glaube, das war die Szene hier. Fallen sie vom Himmel? Ja, da. Hast du gesehen? Wo kam der denn her? Ja, reingebeamt. Spielt ja in der Zukunft. Ja, genau. Ja, das geht natürlich überhaupt nicht mehr. Ne? Game Design anno 1992, das ist verboten inzwischen. Es sieht auch aus wie 1992 in hoch aufgelöst, finde ich. Jetzt tust du ihm Unrecht. 1992, ja, das war ja noch also, pre-PS1. Ja, ja, ja. Sagen wir, ein Xbox 1-Spiel in etwas höherer Auflösung. Ja, das geht ungefähr hin.
weil die Texturen gehen teilweise überhaupt nicht. Ja, und der Blur-Effekt kannst nicht wirklich kaschieren, wie rockig das alles ist. Ne? Schade, schade, schade. Ich hab mich echt drauf gefreut, weil, wie gesagt, Cowboy und hört sich alles so cool an. Und jetzt ist es halt so unter das Mittelmaß. Ja, und ich würde sagen, damit sind wir auch durch. Du meinst, unteres Mittelmaß war unser Stichwort, wir hören jetzt ja, auf. Genau. Nächsten Monat gibt es dann wieder oberes Mittelmaß mit Kai und Nino. Ha, bis dann. Ciao.